Ah, ich glaube, jetzt haben wir eine Lücke. Schaut euch das mal an. Wie viele Zombies hier sind. Alles voll. Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Daisy Lifonia. Ich habe es nicht vergessen, ich habe jetzt hier meine Karte rausgesucht. Und ja, ich habe gefunden, wir waren ja da zuletzt in Sobotka. Sobotka. Mit Sobotka drin trinken, Sobotka. Okay, ja, das sind wir durchgelaufen. Hier über die Brücke drüber haben wir uns geschlichen, hier so rüber. Hier sind die Bunker. Da waren wir, glaube ich, bei den da und den da haben wir gesehen. Und jetzt müssen wir ungefähr hier so sein. So, und jetzt ist halt die Frage, wohin? Die Karte ist übrigens ganz neu, ne? Schön zu der neuen Map. Ihr seht, es gibt kein Meer hier jetzt, ne? Und ja, wie gesagt, das ist einfach die beste Map, wo es gibt. Kommt nichts da vorbei. Hier ist... was ist das hier? Also so richtige große Militärbasen... gibt es jetzt hier nicht, soweit ich jetzt gesehen habe. Das finde ich eigentlich recht geil. Aus dem folgenden Grund. Es gibt dann keine Orte, wo jetzt so zentriert dermaßen viele Spieler sind. Das finde ich eigentlich recht geil. Aber ich glaube, bestimmt gibt es hier irgendwo noch eine Militärbasis. Bestimmt, aber jetzt so vom ersten Blick hier, dass da könnte eventuell irgendwas so ähnliches sein. Hier ist eine Militärbasis, hier, hier, hier. Hier ist was Kleines. Sehen wir vielleicht noch eine? Da stehen ja immer so Türmchen rum. Da unten ist auf jeden Fall eine Militärbasis. Dahin will ich auf jeden Fall mal hin. Aber jetzt den ersten Blick sehe ich jetzt eigentlich weiter nichts. Also ich denke mal, hier auf der Map... Ah, hier ist noch eine. Schätze ich mal, hier ist noch eine. Aber auch nicht so richtig. Ich glaube, das ist auch nur so eine Stadt, die wo übernommen wurde. Borek. Ich denke mal, hier sind mehr Orte, wo es einfach so mal Militärloot gibt. Also würde ich mal sagen, ist etwas fairer auf der ganzen Map aufgeteilt. Okay, das ist eine lustige Sache auf jeden Fall. Ihr seht, hier oben ist nochmal ein Klacks mit Militärzeug. Hier könnte ein kleines Militärgelände sein. Und wir sind ja jetzt bei Sobotka hier. Also hier so ungefähr müssten wir sein. Und jetzt ist die Frage, was machen wir? Mich würde es saumäßig mal interessieren, hurt, was hier ist, also oder hier. Das würde mich beide, also die Orte würden mich beide mal interessieren. Eigentlich fast schon ein bisschen mehr der hier. Da müssten wir eigentlich nur hier so rüberlaufen und dann die Straße folgen. Ich glaube, das machen wir auch mal zuerst und dann arbeiten wir uns hier mal so langsam rüber. Ich will unbedingt auch mal hier hinschauen. Also es gibt ultra viel zu erkunden. Das ist so hammer, hammer geil. Und ja, ich würde sagen, wir tun uns jetzt hier so vorbei wurscheln. Also dann, bis gleich. Hui, und damit nochmal, oh, es ist ganz schön frisch, herzlich willkommen. Sind wir jetzt hier, da wo ich gesagt habe, wo wir sein sollen. Wo ist der Bunker? Ich glaube, da oben ist der Bunker. Ja, da ist der Bunker. Sind jetzt angeblich hier. Und ja, wir sind jetzt im oberen Waldstück. Also heißt das, dass ich theoretisch... wenn ich da stehe, so nach links in die Richtung laufen muss. Okay, das machen wir mal. Wir ignorieren jetzt mal gekonnt den Bunker da drüben. Und ich bin... also, ich finde die Map eigentlich nicht so schlecht. Viele haben sich ja aufgeregt, ne? Aber... klar, die haben vielleicht auch ein bisschen länger gespielt. Kann ja sein. Und ich stehe hier schon wieder sehr ungünstig. Und... ja, also... für den ersten Spielerleben... ach Gott, warum muss uns jetzt schon wieder... okay. Einfach aufregen, dann wird uns wieder warm. Ach. Ja, wir haben keine Wärmepads mehr. Naja, müssen wir halt ein bisschen rennen, dann wird uns schon wieder warm. Alles durchnässt? 5 Sekunden hier. Ja, schön, danke sehr. Alles durchnässt, gar kein Problem. Thanks, Obama. Wo? Moment. Moment, welche Straße ist denn das? Ich laufe einfach... oh, was denn? Ein Panzerfahrzeug. Das ist doch schon mal gut. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, ich glaube, der Weg ist da richtig. Das ist hier die Einmuldung. Und da müsste es jetzt hier so... ja, ne?
rechts gehen. Ins Militärcamp. Ja, moin, ne? Liebe Freunde! Oh, ich hab dich ja nicht erwischt. Haha, jetzt habe ich dich erwischt. Oh, hey! Das war aber nicht geplant. So. Wie gesagt, ich bin eher der Nahkämpfer. Verdammt, ich blute, nein! Nein, nein! Voll in die Fresse. Oh, ich blute, das ist nicht so geil. Wir müssten auch uns mal ein paar Stofffets machen. Hä? Oh, ein Magazin. Neue Waffen gibt es hier natürlich auch. Und wupp. Ah, gut. So. Guck ich nochmal. Die Munition kann ich ja eigentlich wegschmeißen. Die Leuchtspurmunition, die ist Müll. Habe ich jetzt ausnahmsweise nicht vergessen. Danke, danke für all diejenigen, wo immer geschrieben haben, schmeiß doch die Munition weg. Die ist Müll. Danke. Ich habe es bis jetzt immer vergessen. KA-47. KA-47, ja. Können wir ja mitnehmen. Wenn wir eine AK-47 finden, bestimmt recht nützlich. Hier haben wir ein Funkgerät. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Gut, jetzt können wir ein paar Meterchen weitergehen. Im Prinzip, wir haben ja noch genug Binden auch noch da. Hier Verbände haben wir ja auch noch genug im Prinzip. Aber ich weiß nicht, ich will die irgendwie immer aufsparen. Frag mich nicht, wieso. Aber ich schätze mal, die werden auch irgendwie so... Ja. Ja. Ja, ja. Ein bisschen auch heilen. Kann sein. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Da vergessen alles. Jetzt müssten wir theoretisch zu das Camp da kommen. Jetzt muss ich aber ganz kurz... Weil ich meine Karte ein bisschen suboptimal gelegt habe. Rechts. Auf meinen rechten Bildschirm. Muss ich ganz kurz mal das anpassen. Sorry, für euch freest es jetzt wahrscheinlich. Nein, das Spiel kackt nicht ab. Hier so hin, da. Gut. Blub. Moment. Hoffentlich kommt da jetzt keiner vorbei. So. Hier. Jetzt sehe ich was. Ha, sowas ist echt ganz schön praktisch. Ein zweiter Bildschirm. Ist zwar ein saubilliger Bildschirm, aber erreicht. Zu mehr brauche ich den ja nicht. Dafür habe ich ein bisschen mehr in meinen großen, schönen Bildschirm investiert. Hi. Ja, der ist schon schön. Oh. Ja, das habe ich mir aber trotzdem mal gegönnt. Das ist schon ein bisschen länger her, aber schöner Bildschirm. Schön groß und gecurved. Das macht sich schon bemerkbar. Regen, hör auf! Wir könnten ja auch mal kurz, weil wir ein bisschen Hunger haben, ein bisschen lecker schmecker Marmelade essen. Regen, hör doch auf, bitte. Ich will nicht frieren. Jetzt sind wir durchnässt. Na, 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 na. So, Marmelade reingelöppt. Gut, wir sehen eigentlich ganz gut aus. Jetzt müsste es doch da eigentlich kommen. Langsam, langsam. Wir sind ja auch eigentlich im Hirschgebiet. Sollen angeblich Hirsche rumlaufen. Aber Essen brauchen wir nicht. Ihr seht, wir quillen über vor Essen. Wir haben mehr als genug dabei. Das da kann ich da legen. Dann ist das da hin. Hey, Tetris-Meister. Haha. Ja, Tetris habe ich aber früher in meiner Kindheit so gern gespielt. Spiele ich jetzt auch noch ab und zu mal auf meinen alten Gameboy. Haha, ja, ja. Ich habe sowas noch. Bin ganz alter Rentner. Spielt ihr eigentlich noch auf so alten Konsolen? Jetzt mal, blöd jetzt mal gefragt. Weil ich mache das ab und zu richtig, richtig gern. Beispielsweise auch Super Mario Land 2. Ah, eines meiner Lieblingsspiele. Auf dem Game Boy. Richtig geil. Das mache ich echt mal gern. Oder auch Tetris spiele ich auch ab und zu mal gern. Oh, oder auch mal so ein ganz altes Pokémon. Die Gelb-Edition habe ich. Oh, die war geil. Aber ich glaube, ich habe mir auch mal irgendwann die Saphir-Edition geholt. Eine Molk. Demoliert. Handschellen! Handschellen sind praktisch. Die Molk lasse ich jetzt mal da. Aha. Was ist denn das hier? Ist das ein Gefängnis? Das sieht fast so aus. Leck des Todes, Hilfe. Ja. Ist das ein kleines Gefängnis?
Alles klar, wir haben ein Gefängnis gefunden. Das... Oh Gott, hier ist alles voll. Die Hose brauchen wir hier nicht. Abgenutzt ist unsere wahrscheinlich. Demoliert. Abgenutzt. 30-30. Soll ich die jetzt hier... Aber im Prinzip, ich kann die Hose ja auch reparieren dann. Aber dann hätte ich mal eine gescheite Hose wieder. Tu mal schnell alles rüberballern. Ich hoffe mal, dass da jetzt keiner kommt. Hallo? Wenig. Hä, warum? Ich lasse es mal liegen. Ich habe jetzt da jetzt keinen Nerv dazu, mir jetzt da nur wegen einer blöden Hose hier jetzt... Boah, einen Kopf zu machen. Jetzt sagt ihr, da rennt einer. Und auch danke für eure Kommentare. Ihr habt ja auch geschrieben, so eine ballistische Weste ist deutlich besser. Und ich habe es ja auch mitbekommen, bei, also selber gespürt. Kommen bei der letzten Folge da. Vorletzten. Bevor wir nach Livonia aufgebrochen sind. Da habe ich es ja auch zu spüren bekommen, warum halt so eine ballistische Weste halt deutlich besser ist. Die ist ja auch schön, die Weste, weil die halt auch ein bisschen Inventar drin hat. Ah! Hör auf zu laufen! Hallo? Alles klar? Alles klar? Junge, beruhig dich! Mann, jetzt haben wir uns wieder geschnitten hier. So. Ah, diese kleinen hasse ich. Die hasse ich. So. Ein bisschen Blut haben wir jetzt leider verloren. Ah, ich glaube, hier kommen wir eigentlich fast gar nicht weiter rein. Da müssen wir uns einen Weg durchschnäbbeln. Tun wir vielleicht die hier raus. Gottes Willen. Vielleicht ein bisschen mehr schleichen, das wäre vielleicht auch mal eine gute Idee. Weil wenn wir mal rumlaufen, dann werden wir ja trotzdem mehr gehört. Oh Gott, das ist alles voll. Wahrscheinlich geht's hier ab. Eieiei. Mir geht ja jetzt schon wieder die Düse. Also sowas hier hat man ja bei der anderen Map nicht. Da gibt es nur ein Gefängnis und ist auf einer blöden Insel. Ah, darüber springen können wir auch nicht. Gehen jetzt schön leise mal davor. Wir wollen jetzt nicht allzu viel Aufmerksamkeit. Busch schneiden? Nee. Busch will ich ganz gehörig nicht schneiden. Unsere Sache ist dann aber auch so kaputt. Alter, seht euch mal das an. Wie viele sind da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zombies. Holy Crabaloni. Hilfe. Was mache ich hier? Boah, wie kommen wir da rein? Ohne dass uns jetzt hier die Zombies großartig sehen. Nehmen wir wieder die Waffe. Boah, da kommen wir doch niemals rein. Nein, du siehst uns nicht. Nein, Gollum, bleib da hinten. Gollum! Alles klar, hier ist ja alles voll. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ah, verdammt. Wahrscheinlich, Jungs. Oh mein Gott. Was ist mit dir los? Oh, im Gefängnis sind sie. Hä? Ja, moin. Ja, moin. Nein, 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 nein. Kriegst mich nicht. Ja, jetzt! Da hinten hörst du mich natürlich. Alles klar, kleiner Bengel. Was ist denn hier los? Boah. Also hier habe ich echt schon ein bisschen Kacke in der Hose. Sieh, da ist alles voll. Alles klar. Wie kommen wir da rein?
Wenn es da vorne echt der einzige Eingang ist, müssen wir uns entweder durchschnetzen durch alle Zombies, was ich eigentlich vermeiden will. Oh, hier ist ja alles voll. Ich kann mir hier durchkrabbeln. Das wäre ein Ding. Huch, das wollten wir nicht. C drücken. Wir sind so fett. Oder? Doch, es geht. Oh, der Rucksack, Gott sei Dank, wirklich, geht nicht der Rucksack als Basis. Gottes Willen. Ich hoffe mal, dass die Zombies uns da vorne ein bisschen einen kleinen Schutz gewähren. Einfach alles voller Zombies. Für so einen Ausblick, ne? Also von den Zombies her, ACP 380er, brauchen wir die? Ich nehme sie mal mit. Also so ein Zombie-Ausblick, sage ich ganz ehrlich, habe ich im normalen DayZ eigentlich nie gehabt. Von der Masse jetzt her. Dass hier einfach mal so 10 Zombies auf einen, wirklich auf so einen kleinen Abschnitt nur sind. Verband ein halber. Können wir auch mal mitnehmen. Welche Munition? Ist da drin? Ich mache mal kurz das. Die Waffe lasse ich liegen, aber weil wir die halt nicht brauchen. Aber ich mache mal kurz diesen hier. Ich nehme die Munition einfach mit. Lass hier die Waffe zurück. Weil nicht, dass mich jetzt hier dann einer vorbeiläuft und denkt sich, oh, was ist denn da? Was ist denn da? 9x19mm. Danke. Eine Molt geht da auch rein. Das ist vielleicht praktisch. Das nehme ich vielleicht mal so mit. Können wir vielleicht auch noch eine Molt nehmen? Oder war doch Molt? Mlock. Entschuldigung, nicht Molt. Willst du mich haben? Was willst denn du hier? Nein. Komm rein. Schön einer nach dem anderen. Puh. Voll ins Holz getroffen. Okay, ich will auf jeden Fall ins Gefängnis. Da vorne ist ein Tor. Okay, das ist der Abschnitt hier hinten. Ein Rucksack. Nichts drin. Bergsteiger wäre geil, aber hier liegt wieder eine Mluck. Beschädigt. Brauchen wir eigentlich nicht, weil wir haben ja die Dingpistole hier. Spaten, Nagelkiste brauchen wir nicht. Also jemand war auf jeden Fall schon mal hier. Türen sind offen. Kopflampe brauchen wir nicht. Da können wir auf jeden Fall rüber. Aber wie? Wer durch den Eingang kommen wir nicht. Mal kurz nochmal C. Kommen wir hier wieder raus? Vielleicht rückwärts? Geht auch nicht. Hier kommen wir schon mal nicht rüber. Blöd. Da fängt ja wieder der Stacheldrahtzaun an. Müssen wir mal überlegen. Weil da vorne ist alles voll. Ich kann da nicht durchgehen. Komme ich doch nie vorbei, nie im Leben. Oder? Wenn nicht, müssten wir ja dann ganz schnell hier reinrennen. Ah, ich glaube, jetzt haben wir eine Lücke. Schaut euch das mal an, wie viele Zombies hier sind. Alles voll. Ich glaube, jetzt haben wir aber eine Lücke erwischt.
Liegt da ein Rucksack? Kurz mal nochmal laufen. Feldrucksack, ja. Alter, lauf doch einfach drauf. Ja, jetzt hast du uns natürlich gesehen. Mann. So. So. Das Gefängnis sieht aber schon wieder sehr ähnlich aus. Also ich schätze mal, da wird es auch irgendwo eine Waffenkammer oder sowas geben. Zombies höre ich schon mal. Ist leer. Irgendwo müsste es doch auch eine Waffenkammer geben. Zellen brauche ich eigentlich nicht durchgehen, da ist eigentlich für uns nichts Relevantes dabei. Irgendwo höre ich wirklich einen Zombie rumkeuchen und fleuchen. Hier, ah, hier ist, könnte doch noch was. Vorratskammer auch schon alles geplündert. Toll, toll, toll. Da hinten. Also die Zombies bieten echt eigentlich einen guten Schutz. Böse jetzt mal gesagt, wenn man hier drin ist. Und hier ist ein Lebensschild. Außen voller, alles voller Zombies ist. Hat man eigentlich nichts weiter zu befürchten. Eigentlich. Ich glaube, das faucht unter uns. Ja, hier waren wir schon in den Gang. Hier können wir nochmal runter. Ah ja, hier faucht's. Auf Wiedersehen, mein Freund. Ich erlöse dich von deinem Leid. Geh hin in Frieden. Stichschutzweste brauche ich nicht. Auch alles schon geplündert. Ich glaube, hier werden wir nicht glücklich. Huch. Nein. Hier ist ein Brunnen. Wasser brauchen wir aber auch nicht. Hier eine Basis, das wäre aber echt schon wieder interessant. Mach ich mal zu. Puh. Geh noch lauter zu. Gefängnisweste, ein Hut, Handschellen, Schrotflinte. Die nehme ich auch trotzdem mal nochmal mit. Ja. War eigentlich jetzt ein Flop. So viel riskieren für nichts. Toll. Könnten höchstens nochmal oben auf den Turm schauen. Ja. War glaube ich ein Flop, das Gefängnis. Aber trotzdem mal cool. Aber ihr seht die Ähnlichkeit vom Gefängnis selber. Also die ganzen Gebäude sind halt schon ziemlich, ziemlich gleich. Muss man schon sagen. Die sind schon ziemlich gleich. Ich weiß nicht. Wir laufen trotzdem mal raus wieder. Oh, verdammt. Nein, nein, nein. Ist mir zu gefährlich hier. Ist hier irgendwo ein Loch im Zaun? Ja, hier. So wären wir natürlich auch einfach reingekommen. Okay, jetzt sind wir da beim Gefängnis. Ich würde dann sagen, wir sind ja da beim Gefängnis. Ich gehe mal da ein bisschen in den Busch rein. Hier so, da kommen wir auch raus. Drück mal kurz die 8. Drück ich mal kurz V. Aufmachen. So. Huch. So, V. Hä? Achso, das kann ich nur im Stehen. Okay, tut mir leid. Hier ist Norden. Also die Richtung wäre Norden. Am besten wäre es eigentlich... Wenn wir jetzt Südöst, nee, doch südöstlich laufen würden. Puh. Also das da oben ist schon ein kleiner Hotspot. Als Basis tödlich. Als also wenn man das als Basis hätte, innen drin wohnen würde, so sage ich wirklich Props an den, der das macht. Hi.
Weil das ist wirklich ein Gefängnis wie in Walking Dead. Es sieht zwar nicht so aus, aber bist auf dem Hügel drauf, hast Sichtweite überall hin, hast Zombies vor deinen Eingängen, wo dich beschützen. Das ist schon eigentlich geil. Ja, hier so südöstlich laufen wir jetzt hier. Oh. Ich bin ein bisschen erleichtert, dass wir so recht gut durchgekommen sind. Boah. Wie viele Zombies da waren. Puh. Also da sage ich ganz wirklich, Lüpterlachs, aber gewaltig, du. Und ja, ich hoffe mal, euch hat es trotzdem gefallen, diese Folge. Und ja, ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.